war am 8. August 2006, spätabends. Die Schmerzen in meiner Brust waren unerträglich geworden. Notruf angerufen, in wenigen Minuten waren sie da, die Samariter, meine Lebensretter. Die Handgriffe, die hier tausendmal geübt werden, müssen im Ernstfall hundertprozentig sitzen. Denn davon kann ein Leben abhängen. Damals war es meins. Es gilt, einem jungen Mann zu helfen. Dann wirklich die Notärzte. Die Teams des Samariterbundes sind innerhalb kürzester Zeit bei plötzlich erkrankten oder verunfallten Menschen. Modernstes Equipment und Fahrzeuge, die fahrende Intensivstationen sind, kommen dabei zum Einsatz. Die Rettungsorganisation ist historisch betrachtet einfach unser Ursprung und ist ganz ein zentrales Element unserer Organisation und für uns immens wichtig. Neben der Notfallrettung stellt der Krankentransport eine wesentliche Dienstleistung des Samariterbundes dar. Alles okay? Gut, ja. Okay. Wenn ich junge Männer sehe, ist das nicht mehr gut. Ach so. Hier steht die persönliche Begegnung im Vordergrund. Der Samariterbund Wien ist die größte Rettungsorganisation und fährt um die 800 Einsätze pro Tag. Retten und helfen ist einfach eine ganz kurze Wortabfolge und so muss es dann auch in der tatsächlichen Welt funktionieren. Es muss jeder Handgriff sitzen. Das gilt auch für die Wasserrettung des Samariterbundes. Im Sommer haben die Wasserretter Hochsaison. Nicht nur wenn bei uns in Österreich etwas passiert, sind die Samariter zur Stelle. Egal bei welcher Katastrophe in der Welt, innerhalb kürzester Zeit werden Notfallkisten, technisches und medizinisches Material für die internationale Hilfe gepackt und eine unglaubliche humanitäre Logistik beginnt zu laufen. Ob in Sri Lanka, Sumatra oder wie zuletzt in Haiti. Bei Katastrophen sorgen die Einsatzteams des Samariterbundes für medizinische Soforthilfe und helfen beim Wiederaufbau der zerstörten Regionen. So kann menschliches Leid gelindert werden. Solidarität und solidarische Hilfeleistung ist eine Menschenpflicht. Und niemand darf irgendwo auf der Welt nicht zu Hause und nicht im fernen Ausland wegschauen. Zu Hause wird für den Ernstfall geprobt. Hier zählt perfekte Zusammenarbeit. Bei Großübungen werden mögliche Katastrophenszenarien bis ins kleinste Detail durchgespielt. Wir sind froh, stolz und dankbar, dass es viele Menschen gibt, die sich in den Dienst der guten Sache stellen, als Angestellte, als Zivildiener, aber vor allem auch als Freiwillige in der Samariterorganisation. Ob globale Katastrophen oder lokale Großschadensereignisse, immer ist der einzelne Mensch betroffen. Daher ist auch die individuelle seelische Betreuung wichtig. Den Samaritern liegt nicht nur die Notfall- und Krisenmedizin in Katastrophengebieten am Herzen, sondern hier zählt der einzelne Mensch. Die 13-jährige Jo Marie ist mit dem Noonan-Syndrom auf die Welt gekommen, das ihre Entwicklung stark beeinträchtigt. Für einen Partnerhund, der ihnen allen Lebenslagen helfen kann, war kein Geld da. Die Stiftung fürs Leben hilft genau in solchen Fällen. Seither sind Jo Marie und Lucky unzertrennliche Freunde. Auch anderen Kindern gilt die Zuwendung des Samariterbundes. Familien, die vor Krieg und Terror nach Österreich geflüchtet sind, finden im Haus Winkeleckerweg ein vorübergehendes Zuhause. Das multiprofessionelle Team berät die Eltern und ermöglicht den Kindern eine verloren geglaubte Kindheit. Ja, der Samariterbund ist das, was eigentlich immer eine Gemeinschaft auszeichnet. Er ist sozusagen der Hilfsgeist in der Familie. Das wird auch deutlich in den Sozialmärkten des Samariterbundes. Armutsgefährdete Menschen können hier besonders günstig einkaufen. Dankeschön, wünsche einen schönen Tag. Die Menschen hier bekommen aber nicht nur günstigere Produkte, wenn sie einen Einkaufspass beantragen, sondern finden hier auch die Möglichkeit zu Kontakt und Austausch. Aber wir haben gefunden, zum Notfall gibt es auch die Notlage. Und für die haben wir uns dann entschieden, dass wir die Notlage bekämpfen. Und daher haben wir Flüchtlingshilfe gemacht und Altenhilfe und für Jugendliche. Also wir haben alle Gruppen eigentlich in Notlagen betreut.
Jobverlust, Scheidung, Krankheit oder eine Verkettung unglücklicher Umstände können schnell zu einer Notsituation führen. In den wohnungslosen Einrichtungen des Samariterbundes wird den Menschen mehr als nur ein Dach über dem Kopf geboten. Sie erhalten Unterstützung auf dem Weg zurück in die Eigenständigkeit, aber auch die Möglichkeit für ein Altern in Ruhe und Würde. Ohne Engagement und fachliches Know-how der Mitarbeiter wären solche Sozialprojekte nicht möglich. Wir haben Mitarbeiter, die wirklich sich einbringen hier, die in ihren Berufen erfolgreich sind und diesen Erfolg auch zu uns hereintragen. Auch in der Pflege und Betreuung ist der Samariterbund ein wichtiger Partner für die ältere Generation geworden. Grüß Sie, Frau Freitag. Grüß Sie. Wie geht's Ihnen heute? Na, ich danke, Schwester. Alles in Ordnung? Ja. Nur die Hitze. Zum Einsatz kommen diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Pflegehelfer, die bei der Bewältigung des Alltags in den eigenen vier Wänden helfen. Wichtige Dienstleistungen bietet der Samariterbund auch mit den Menüservices und dem Heimnotruf mit direkter Anbindung zur Leitstelle. Das Herzstück einer Einsatzorganisation ist die Einsatzzentrale. 24 Stunden und 365 Tage im Jahr sind die Samariter hier erreichbar. Allein in Wien werden die Samariter pro Tag etwa 620 Mal angefordert. Österreichweit rückte der Samariterbund im letzten Jahr rund 720.000 Mal aus, um Hilfe von Mensch zu Mensch zu leisten. Besondere Herausforderungen sind Großambulanzdienste wie die EM 2008. Mit rund 1.000 Rettungskräften aus dem In- und Ausland trug der Samariterbund bei der Fußball-Europameisterschaft wesentlich zu einem reibungslosen Ablauf bei. Beispiellosen Einsatz zeigen die Samariter auch alljährlich beim Wiener Donauinselfest. Bei der größten Open-Air-Veranstaltung Europas sorgt der Samariterbund nicht nur für das Wohl der Besucher, sondern präsentiert auch seine Leistungen. Publikumshighlight ist die Vorführung der Rettungshundestaffel. Das alles wird vorwiegend von Freiwilligen geleistet. Die Ehrenamtlichen sind das Rückgrat des Samariterbundes. Und ich sage immer mit meinen Worten, die Ehrenamtlichen schenken uns nach ihrer Gesundheit das zweithöchste Gut, ihre Freizeit. Und das geht bis zu einer Jahresarbeitsleistung, die sie im Dienste der Gemeinschaft für den Samariterbund ableisten. Ein jährliches Highlight ist der Nikolauszug. Auch er wird ehrenamtlich mit starker Unterstützung der Samariter Jugend organisiert. Eine große Fahrt für bedürftige Kinder aus ganz Österreich. Ganz liebe Einladung bekommen zu euch. Ich habe gehört, dass es einen großartigen Nikolauszug gibt. Im Mittelpunkt stehen Kinder auch bei den zahlreichen Besuchen von Samaritern in Kindergärten und Volksschulen. Pro Jahr werden so rund 7000 Kinder spielerisch mit Erster Hilfe vertraut gemacht. 1, 2, 2, Feuerwehr herbei. 1, 3, 3, das ist die Polizei. 1, 4, 4, die Rettung kommt zu mir. Das wählen wir am Telefon, wenn wir Hilfe holen. Super, ganz, ganz super. Mit seinen unterstützenden Ehren- und hauptamtlichen Mitgliedern könnte der Samariterbund dieses Stadion 12-mal füllen. Der Arbeiter-Samariterbund ist eine große Familie mit Zukunft. Ein Zeichen für diese Zukunft ist die Samariter-Jugend, umgeben von einem großen Kreis und einem großen Netz an Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit.